Mozarts Sterbehaus. Na gut, das war damals. Eigentlich ist nichts mehr davon geblieben. Was ich das Sterbehaus ist, aber dazu muss man sich zum Lift bemühen, um das zu erfahren. Ja. War das nicht? Ah, Mozart, möglich? Ja, irgendwas war da. Wir hatten ja unsere Mozart-Ecke da unten, aber das Problem ist, mich interessiert das eher weniger. Si partito parlare di Mozart così, ma però io non conosco niente di Vienna ancora, non giro niente, non so niente ancora di. Das hier, das ist die Mozart-Gedenkstätte. Ci sono 2.999 bacetti e mezzo che volano da me e aspettano di essere afferrati. Adesso ti dico una cosa all'orecchio. Allora tu mi... Ora apriamo la bocca e la chiudiamo. Sempre di più. Di più. Ein Prinz, der ist Timino, im Wald verirrt und eine Schlange hat ihn gejagt. Zauberflöte. Und drei Frauen haben ihn dann gerettet. Magic Flute. Der Papageno, gesungen, der tut Vögel fangen. Zauberflöte. Königin der Nacht hat dem Timino ein Bild von der Pamina gegeben und der Timino hat sich in die Pamina verliebt und... Ja, die Zauberflöte. Und die Königin der Nacht wollte, dass der Pamina die Pamina befreit. Ja, Zauberflöte. Und dann zu ihr zurückbringt und erzählt ihm, dass es da einen bösen Zauberer gibt. Die Zauberflöte auch von Mozart. Quando penso a quanto siamo stati allegri insieme a Baden, proprio come dei bambini, e come sono tristi e noiose le ore che sto passando qui, nemmeno il mio lavoro mi dà gioia. Perché ero abituato a interrompermi ogni tanto e a scambiare qualche parola con te. Se vado al pianoforte e canto qualche brano dall'opera, devo smettere immediatamente. L'emozione è troppo forte. Mia dilettissima, ottima mogliettina, che gusto. Mangio la tua salute. Stanno suonando le 11. Forse tu dormi già? Non voglio svegliarti. Das ist Papagenos Ton. Torno ora dall'opera.
era affollato come sempre. Il duetto Man und Weib e il carillon del primo atto sono stati come sempre ripetuti, ma quello che mi fa più piacere è l'approvazione muta. No, please don't open your eyes. I lie down. Please stay here. Siadana o siadan zela compagna del suo cor. Ich denke, die Zauberflöte ist ganz was Besonderes für Marionettentheater. Alle Menschen im Leben sind ja auch geführt von irgendwelchen unsichtbaren Fäden möglicherweise. Im Marionettentheater stellen unsere Marionetten die Menschen dar. Es sind keine Marionetten. Man muss ja menschliches Gehen lernen mit den Figuren. Und Mozart hat, glaube ich, in der Zauberflöte ganz besonders etwas verwirklicht. Da sind alle Charaktere drinnen. Man hat den ganz einfachen Menschen, man hat den König, die Königin. Wir merken das ganz besonders bei unserer Kinderzauberflöte, die bei Kindern, die gar keine Ahnung haben von Mozart, so intensiv reingeht, weil eben alle diese Charaktere drinnen sind und jeder Mensch kann sich im Leben etwas finden in der Zauberflöte, das auch in seinem Leben wichtig ist. Und danach Papa gehen, Papa gehen und immer so weit. Prepara per bene il tuo caro bellissimo nido, perché il mio giovanotto se lo merita. Si è comportato benissimo e altro non desidera se non possedere la tua cosa più bella. Also das Herrliche an der Zauberflöte ist natürlich dann auch, nach der Kinderzauberflöte gehen die Kinder hinaus, haben vorher noch keine Ahnung von Mozart und dann gehen sie hinaus und singen. Und eine riesige Schlange, so ein Menschen gejagt. Und dann sind drei Damen gekommen und da, die haben ihm geholfen und haben die Schlange tot. Drei Damen sind geholfen. Die haben ihm dann geholfen und dann ist die Schlange. Dann ist der Mozart gekommen und hat dann gesagt zu den Menschen, sei doch nicht jetzt so schreck noch. Wieder, waren wieder alle froh.